Den ersten Oldtimer habe ich gekauft in Amerika. Ich habe nicht gewusst, was ich alles bekomme. Es waren einfach ein paar Kisten mit Ersatzteilen. Das war eine Überraschung, eine richtige Wundertüte. In der Schweiz gibt es einen, der Handbücher hatte, von Triumph. Das habe ich irgendwie herausgefunden und das dort bestellt. Durch Lesen und durch Ausprobieren habe ich das zusammengebracht. Für den Triumph habe ich die erste Restauration im 90er angefangen und beim 93er fertig gewesen. Also wenn man das erste Mal den Motor anlässt, kommt man schon ein bisschen Gänsehaut, wenn man merkt, was man da 3 Jahre lang gemacht hat und es wirklich funktioniert. Mein Name ist Samuel König, ich arbeite bei der AKW. In der Freizeit trifft man mich sehr häufig in der Garage an, wo ich an meinen Autoleidenschaften am Schrauben bin.